Blöd. Ne. Okay. Kommando zurück. So ein Bockmist aber auch. Was ist das Interessantes da hinten? Was ist ein Skorpion? Sah aus wie ein Stein aus der Ferne, den man umzwiebeln kann. Da liegt noch irgendwas. Geh weg. Was ist das denn? Steckrübe. Okay, warum nicht? Geh weg, ich hab andere Sachen zu tun, hau ab. Wir wachsen aber mal Steckrüben am Arsch der Welt, auch nicht schlecht. So. Die Bilder. Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, die Leiter sieht auch sehr safe aus. Oh fuck, ist das spät. Shit. Wann macht er die Augen zu? Um 3? Nicht gut. Nicht gut, absolut nicht gut. Das habe ich bei Stardew Valley schon immer gehasst, so. Batsch, denn. So. Ab nach Haus. Joink. Es ist nach Mitternacht, nicht gut. Ab in die Haia. So. Sieht da scheiße aus? Ne, geht. Lieferung, Post. Werkstattverbesserung. Herzlichen Glückwunsch. Deine Werkstatt hat Rang 5 Sternebewertung erreicht. Vielleicht hast du einen der besten Werkstätten überhaupt. Aber ich weiß nicht, was? Aber ich weiß nicht, schwer zu sagen. Wer zählt schon mit? Warum musst du eigentlich immer alles in einen Wettbewerb verwandeln? Warum liest du immer noch? Ich habe dir gesagt, was du für einen höheren Rang hast. Bessere Aufträge. Achso, jetzt gibt es erst bessere Aufträge. Okay. Ach ja. Bin schon gewundert. Das ist ja von Yan. Ja, gut. Seitdem, wer sagt, dass ich da einen Wettbewerb draus mache? Das passiert einfach, weil ich arbeite, du Nase. Aluplattenfilterkern. Wir brauchen, wartet mal, Stahlrahmen, Stahlplatten, ach du Scheiße. Ach so, ich wollte das Ding ja... War das hierfür? Ich muss mal gerade mal gucken, aber das war doch Achat dafür, ne? Nee. Wiederverwerter industriell. Wasserverbrauch, das ist in Ordnung, aber ich hätte gerne mehr Ertrag, wenn das geht. Produktionsgeschwindigkeit ist natürlich auch nice, nehme ich. 2 Werteschlangenplätze, 3 wären mir natürlich noch lieber, aber 17 Kapazität und jo, das ist top. Gut, der ist, achso, und ich wollte irgendwas in die Bude stellen, Moment. Achso, der ist da vorne. Schon wieder so viel Zeug in dem Inventar, ne? Ich krieg die Macke.
unser erster industrieller Wiederverwerter auf einem sehr, sehr hohen Status. Titan und Keramik-Scrap. Faserabfall. Das ist neu. Okay. Oh, 77, 37 Alu-Scrap. Okay. Rein damit. Alu-Scrap. Go for it. Strudel, wie du noch nie gestrudelt hast. So. Zwei Klingen, zwei Druckanzeigen. Ja, komm. Holzreste. Bams. Feine Holzreste. Und du darfst auch. Das ist super nice. Gummischrott. Ich hätte die Dinger die ganze Zeit wesentlich besser laufen lassen können, indem ich das, naja, egal. So, das haben wir erstmal das. Gucken, was wir noch in Aufträgen haben. Die Dinger, die Dinger. Einmal Kunststoffschale. Ich kann nicht mehr reden. Kunststoffschale. War das hier? Nein. Dann war es hier. Und diese Kerne brauchen wir noch. Und ich kann erstmal Zeug in die Truhe packen. Und immer was trinken. Moment. Reden, reden und nicht trinken ist eine doofe Idee. Habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Also, habe ich ja gerade. Ich glaube, den Staubsauger tue ich auch erstmal da rein. So. Ich schmeiß das mal bei Ausrüstung rein hier. Das ist Feuerwerk. Und, nein, nicht das Wasser. Na, Konzentration. Wo war's denn? Da. So. Skillpunkt sehe ich gerade. Moment. Ein Bild. Bonk. Mich noch? Ja, einen Tisch habe ich auch noch irgendwo. Kann ja auf dem Tisch stehen, Schweinerei. Bonk. So. Dann haben wir das.
Dann ist die große, große Preisfrage. Wir brauchen erstmal Stahlplatten. Ja. Stahlrahmen. Okay. 5 Stück. Weil 5 davon, ne? Kann ich nicht bauen, weil... Blöd. Gusseisenstangen und... Stahlstangen. Okay. Barren. Ach ja, Eisen fehlt. Stimmt ja. Also müssen wir unbedingt immer in die Mine. Gusseisenstangen, die waren hier, ne? Yikes. Sagen, der macht aber nur einen davon, oder? Umstahlplatten. Die waren hier? Nee. Hier. Kann der das auch? Ja. So, Bronzeniten. Und dann... Eisenplatten. Ach nee. Die waren hier. Kein Eisen. Yay! Ja, das habe ich erst gerade alles angeschmissen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, da wir wieder grinden gehen. Aber vorher... Vorher klickt er in die falsche Mission. Ach ja. Vorher geben wir 2 Missionen ab. Und holen uns noch neue gegebenenfalls. War das, ja, die Qualität ist okay. Ich sollte mal nach Futter gucken, was wir mitnehmen können für Ausdauer, aber ich denke mal, es reicht, dass wir dabei haben. So. Ja, reicht, Dicke. Wie gesagt, das hier ist absoluter Quatsch. Da müssen 64 kommt vielleicht hin, aber das war's auch. Kalksteinziegel. Da muss ich erstmal gucken, wie ich überhaupt bauen kann. Das kann ich bauen. Das kann ich bauen. Die brauche ich eigentlich selber, aber... Achso, ich kann gerade nicht. Gut. Kalkstein. Wie viele Fische gibt es denn noch? Meine Fresse. Marmor. Bap, 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 bap. Granit. Haben wir noch nicht hergestellt. Oh, das erinnert mich dran. Ich brauche noch für die Axt. Für die Chromstahl-Axt. Oder für die Chromium-Axt brauche ich noch einen Schlagstein. We must never give up hope. Thank you.
läuft. So. Hi. Ach, weißt du was? Das kann ich gar nicht, oder was? Where there is loss, we bring hope. Doch, da. Eisenspitzhammer. Bitteschön. Dann kommt das Mädel auch mal voran mit ihrer Arbeit. So. Ich hätte das auch ins Museum packen können, aber hey. Chromium-Axt. Petrified Wood. Mist. Warte mal. Holz oder Mist? Mist. Oder Stab? Achso, Stick. Und Stick. Warteschlange voll. Naja. Gut. Den da. Obwohl, den da brauche ich mir nicht anmarkern. Das andere ist Heidi. Okay. Nur mal geguckt, was der Tacho sagt, wie spät es ist. Weil ich darf morgen wieder Arbeit. Ich habe tatsächlich jetzt ein Spiel über Kimela angefragt. Kleiner Spoiler, beziehungsweise wenn diese Folge kommt und ich bekomme das Ganze. Das ist immer bei Kimela so eine Sache. Es dauert entweder sehr lange, Entwickler können auch Nein sagen. Von dem Entwickler habe ich aber schon mal was bekommen. Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das wirklich spielen will. Im ganz großen Anführungszeichen, also ich werde es spielen, wenn ich es bekomme, aber es ist quasi mein Job, was ich so mache. Es ist IT-Support. Und daher könnte lustig werden. Es hat, was ich gesehen habe, mehr als das, was ich... Den wollte ich nicht ansprechen. Hi. Take it easy. Ja. Warum lädt das gerade so lange? Ich sollte gleich mal speichern. Wahrscheinlich, weil die beiden quatschen, oder? You talked to Avio. He wanted to apologize. Ah, I'm used to this by now. He never really understands what he's done wrong. He'd just go into something blind and... Das ist Avio. Regardless, I'm glad you spoke to him. I'll give him some space. Hopefully he'll reflect on things. Das sehe ich ja, wie du ihm ein bisschen Freiraum gibst. Ihr steht genau gegenüber und quatscht, aber okay. I know this is a lot to ask, but can you be there for him? Just keep an eye on him. I know he respects you, and he doesn't need any more of my lectures. Klar. Thank you. I appreciate it. He needs to grow, and he will. I just need to give him room to breathe. Gerne, aber kurze Frage, Amira, kannst du mich mal angucken, wenn ich mit dir rede? Amira? Hallo? Mhm. Ein Röschen für Sie. Thanks. So. Genau, wir wollten dann nochmal Ressourcen kloppen gehen. Wir brauchen unbedingt Chromium und eigentlich so ziemlich alles. Hi, Doc.
Thank you. Immer gern. Laura?